Ich bin's wieder, Violet. Diesmal verpetzt ihr mich aber nicht, okay? Von meinem letzten nächtlichen Ausflug hat nämlich Mom erfahren. Und ich bin mir ganz sicher, sie weiß es von euch. Falls ihr wissen möchtet, wo es heute hingeht, ich treffe mich mit Janet. Das mit dem Abschlussball hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehen wollen wir uns aber natürlich trotzdem. Obwohl, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie zu mir passt. Aber sie ist doch einfach wunderschön, oder? Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 29. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute sind wir wieder ganz normal zurück bei unserer Familie Potter. Im letzten Part waren wir ja mit Gabriel unterwegs, also er hat jetzt endlich einen Job, eine Freundin und lebt auch nicht mehr in dieser schäbigen Wohnung, also er lebt jetzt in Mount Comoraby. Und in diesem Part wird wieder etwas sehr Schönes passieren, und zwar haben unsere Zwillinge Geburtstag und werden nun endlich zu Kindern. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Es ist Sonntag 0.36 Uhr. Das bedeutet, eine Sache, die wir außerdem verpasst haben, ist der Abschlussball. Auf diesen Abschlussball wollte Violet ja eigentlich mit Janet gehen und auch mit Sarah. Also irgendwie hatte sie mit einer ja ein wirkliches Date und mit der anderen ein freundschaftliches Date. Aber da wir den letzten Part mit Gabriel verbracht haben, geht sich das jetzt leider nicht mehr aus. Aber ich habe mir gedacht, es ist ja gar nicht so unrealistisch, weil Emma und Violet haben ja immer wieder ihre Probleme miteinander und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Violet einfach Hausarrest hat. Aber daran wird sie sich natürlich nicht halten. Also wie gesagt, es ist kurz vor 1 Uhr früh und es schlafen alle. Wie wir sehen, alle sind in ihren Betten und aus diesem Grund wird Violet jetzt aufstehen und wird sich mit Sarah treffen. Also ich habe keine Ahnung, ob Sarah sich überhaupt mit uns treffen möchte, da es mitten in der Nacht ist. Aber wir werden es einfach versuchen. Oh nein, sie hat nun Akne. Dann werden wir uns schnell mal darum kümmern. Akne abdecken. Und dann werden wir uns eben mit einer der beiden treffen. Nein, wir werden uns nicht mit Sarah treffen. Wir werden uns mit Janet treffen. Weil mit Janet wollte sie ja ein wirkliches Date haben. Also eigentlich, Janet hat eben Violet gefragt. Und Sarah ist ja offiziell nur ihre beste Freundin. Ich weiß, viele von euch shippen die beiden. Ich tue es ehrlich gesagt auch. Aber momentan ist ihr Love Interest eben Janet. Und ja, genau das werden wir jetzt spielen. Am besten reisen wir nach Copperdale und einfach dort in diesem Park. Und dann können die beiden dort ja ein wenig Zeit miteinander verbringen. Janet Peters. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist immerhin jetzt das erste Date der beiden, wenn man es als Date bezeichnen kann. Und wir dürfen natürlich auf keinen Fall vergessen, dass Violet wieder zu Hause ist, bevor die Sonne aufgeht, damit ja niemand mitbekommt, dass sie weg war. Wir werden jetzt einmal über vergangene Partys sprechen. Oh ja, wir verstoßen ja auch schon wieder gegen die Ausgangssperre. Ich hoffe sehr, dass Emma das nicht mitbekommt. Janet fühlt sich auch selbstsicher, also sie scheint kein Problem damit zu haben, so spät draußen zu sein. Wir werden sie jetzt einmal bitten, in die Sterne zu schauen. Was wünscht sie sich überhaupt? Eine Partybesuchung, inspiriert werden und Schach spielen. Okay. Ja, ich meine, ich sehe die beiden jetzt eigentlich nicht so als Schachspielerinnen, aber okay. Oh, das ist so süß. Ich liebe diese Interaktion und ich finde, es passt auch super zu ihnen. Also ich finde es total realistisch, dass sie sich jetzt eben hier im Park treffen und dann gemeinsam in die Sterne schauen. Dann wird Violet ihr einmal ein Kompliment über ihr Outfit machen und dann werden wir ein wenig lustig sein und werden ihr eine lustige Geschichte erzählen. Und dann hätte ich gern, dass die beiden sich auf irgendeine Bank setzen. Hier, die ist doch perfekt. Wir setzen uns hier mit ihr zusammen auf die Bank und Violet hat jetzt auch einen guten Ruf. Okay, alles klar. Und die Rauferei in der Nachbarschaft war grauenhaft. Übrigens, wie schon im Intro gesagt, heute haben Clay und Rose Geburtstag. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie sie als Kinder aussehen. Nächste Woche haben wir am Donnerstag dann auch Erntefest. Das möchte ich dann feiern. Und den Gruseltag möchte ich auch feiern. Also ich habe die Feiertage jetzt ja ein bisschen vernachlässigt, aber ich möchte das in Zukunft auf jeden Fall feiern. Und davor müssen wir eben noch heiraten. Also vielleicht machen wir die Hochzeit am Dienstag oder am Mittwoch. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Aber das sehen wir dann im nächsten Part, weil im nächsten Part möchte ich dann ein wenig die Hochzeit und alles vorbereiten.
Und jetzt sitzen die beiden hier und unterhalten sich. Wir werden jetzt einmal von Interessen schwärmen. Und ich glaube, dann wird Violet sie ein wenig anflirten. Also wir werden ihr noch ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Und dann werden wir einmal mit ihr flirten. Schauen wir, ob Janet das annimmt. Normalerweise schon, immerhin wollte sie ja mit Violet zum Abschlussball. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann werden wir noch einen Witz über Aliens erzählen, einfach um die Stimmung aufzulockern. Und dann werden wir noch einen Anmachspruch loslassen. Und jetzt haben die beiden auch schon eine romantische Leiste. Dann werden wir sie einmal fragen, ob sie Single ist. Und werden ihr noch einmal süße Nichtigkeiten flüstern. Die beiden tauschen jetzt ihre Nummern aus. Sie haben das Gespräch hier nach oben verlegt, weil irgendwie wollte Janet nach Hause gehen. Aber ich habe sie nochmal davon abgehalten. Wir werden ihr noch einmal den Tag verschönern. Dann werden wir noch einmal flirten. Und ich glaube, dann werden die beiden gemeinsam ihren ersten Kuss erleben. Wir haben jetzt auch die Benachrichtigung, oh wow, diese Sim ist einfach unwiderstehlich. Violet ist total verknallt in Janet. Okay, anscheinend passt es zwischen den beiden doch besser als gedacht. Also wir haben jetzt hier die Stimmung Schwärmerei. Violet ist total verschossen in Janet. Okay, das mit dem ersten Kuss wird dann heute doch nichts. Aus irgendeinem Grund verstehen sich die beiden jetzt nicht mehr so gut. Janet gähnt auch die ganze Zeit. Ich glaube, sie ist sehr, sehr müde. Und außerdem geht schon die Sonne auf. Das heißt, wir werden jetzt schnell nach Hause gehen und hoffen, dass Emma und die anderen davon nichts mitbekommen haben. Nein, sie darf nicht mitkommen, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein erfolgreiches Date war. Also die beiden verstehen sich jetzt auf alle Fälle besser und haben auch schon eine romantische Leiste. Violet schwärmt jetzt auch für Janet, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und wir sind wieder zu Hause. Nein, Violet, du machst jetzt keine Apfelmarmelade. Du wirst dich jetzt ins Haus schleichen und hoffen, dass dich niemand entdeckt. Aber Emma schläft noch, das ist mal das Wichtigste. Die Kleinen schlafen auch noch. Wie immer ist nur Coco wach. Aber den kümmert es natürlich nicht, wann Violet nach Hause kommt. Und dann wird sie sich jetzt hier ganz unbemerkt ins Bett schleichen. Sie fühlt sich jetzt auch unglaublich energiegeladen. Also es geht ihr wirklich, wirklich gut. Und perfekt, niemand hat sie entdeckt. Und Emma kann jetzt aber eigentlich gleich mal aufstehen und kann sich ein wenig um alles kümmern. Wir werden einmal Apfelmarmelade machen, dann Schokoladensirup. Noch mehr Schokoladensirup. Das kann sie dann gleich mal wegräumen. Auch Ivy kann eigentlich schon aufstehen und sich um den Garten kümmern. Wir werden hier mal alles jäten. Der kleine Coco ist gefüttert, aber möchte Liebe. Deshalb werden wir ihn einmal streicheln. Dann werden wir ihn umarmen. Dann werden wir mit ihm einen kurzen Spaziergang machen. Daisy, wie geht es dir? Okay, du kannst eigentlich auch schon aufstehen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, du wirst... Was wirst du denn machen? Ein analytisches Argument verfassen. Warum nicht? Und dann können wir eigentlich nochmal Daisy Stream anbieten. Das wollte ja niemand kaufen. Das ist das Foto vom Abschlussball und es ist anscheinend nichts geworden. Toll. Ich liebe es, in Sims zu fotografieren, weil alle Erinnerungen werden immer wunderschön. Aber müssten wir nicht auch von Violet so ein Foto haben? Ja, genau, hier haben wir ein Foto mit Amy. Wenigstens das ist etwas geworden. Sehr, sehr schön. Und hier hat sie dann auch noch zwei Zeichnungen. Ja, okay, es ist ein bisschen seltsam, dass hier noch ihre ganzen Zeichnungen aus den Kindertagen hängen. Ich glaube, wir müssen dringend hier alles umgestalten. Aber mit 90 Simoleons ist es leider ein wenig schwer. Gut, Violet darf noch schlafen. Die Kleinen dürfen auch noch schlafen. Immerhin haben die heute Geburtstag. Und Daisy, nachdem du das alles gemacht hast, müsstest du auch mal Cheerleading üben. Wo haben wir denn diese Matte? Hier haben wir die Cheerleading-Matte. Geht sich die irgendwie in ihrem Zimmer aus? Perfekt, ich hoffe, die kann sie benutzen. Und dann kann sie hier einmal einen Solo-Auftritt geben. Aber ich hätte die Matte gerne in einer anderen Farbe. Ja, dieses Gold passt ja gut zu unserer Daisy. Außerdem haben wir hier noch jede Menge anderes Zeugs im Haushaltsinventar. Das Meisterkoch-Küchenregal können wir einmal verkaufen. Die Kaffeemaschine können wir auch verkaufen. Und dann werde ich hier noch das ganze Obst und Gemüse verkaufen. Das kann eine Weile dauern. Sehr gut, ich habe jetzt alles verkauft und wir sind reich. Wir haben tatsächlich 3.297 Simoleons. Das heißt, wir können das Haus bald tatsächlich ein wenig umgestalten. Also spätestens, wenn das neue Baby oder die neuen Babys auf die Welt kommen, müssen wir sowieso ein wenig umdisponieren.
Außerdem habe ich noch das gefunden, zeitloses Abschlussballandenken in Bronze. Ja, ich denke, das gebührt unserer Daisy. Immerhin ist sie ja Abschlussballkönigin geworden. Da brauchen wir nur ein Regal. Gut, ich nehme einfach diesen Tisch von Highschool-Jahre. Der geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie ich mir Daisy vorstelle. Deswegen passt das ganz gut. Und dann ist das hier sozusagen ihr Nachttisch. Ist jetzt nicht perfekt, aber ich glaube, es ist schon okay. Und diese Wandzeichnungen werde ich jetzt ins Zimmer der Kleinen geben. Ich glaube, das passt besser als zu Daisy, wenn wir uns ehrlich sind. Ja, aber das war's dann auch schon mit den Renovierungsarbeiten. Es geht jetzt weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, Daisy ist beim Hausaufgaben machen. Emma sollte Sachen machen, die sie nicht macht. Räumen das alles weg. Und dann kannst du weiter Dinge einmachen. Schokoladensirup und Schokoladensirup und einfach nochmal Schokoladensirup. Und dann könnten wir eigentlich schon bald zum Markt gehen, um alles zu verkaufen. Violet, jetzt bist du schon wach? Nein, du stellst keine Apfelmarmelade her. Was ist mit dir? Du kannst dir, wenn du möchtest, irgendwelche Reste nehmen. Wir haben keine mehr. Was haben wir denn sonst? Trink einmal Milch. Und dann isst du einfach ein paar Weintrauben. Und dann kannst du einfach hier das Schokoladensirup essen. Warum auch immer. Ich glaube nicht, dass es so ein nahrhaftes Frühstück ist. Aber vielleicht hat sie gerade Heißhunger auf Süßes. Und deshalb isst sie jetzt einfach das Schokoladensirup. Und Ivy ist hier mit Coco spazieren. Dann können wir einmal die Liebe spüren lassen und sie umarmen. Und dann werden wir aber schon wieder nach Hause gehen, denn Ivy muss sich immerhin noch um die anderen Tiere und um den Garten kümmern. Dann werden wir das hier jäten. Jetzt haben wir Herbst. Jetzt ist das alles tot. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, wir haben auch ein paar Pflanzen, die im Herbst aktiv sind. Gut, dann kannst du dich einmal um die Hühner kümmern. Oh, Daisy's Dream auf Trendy verkaufen. Ähnliche Outfits werden verkauft für 185. Nehmen wir einfach mal 200. Ich glaube, letztens haben wir 250 genommen und das wollte dann keiner kaufen. Aber 200 ist, glaube ich, in Ordnung. Und dann wird Ivy einmal die Eier einsammeln, den Stall säubern und Futter in der Nähe verstreuen. Und dann müssen wir uns natürlich noch um unsere Betsy kümmern. Wir werden sie putzen, sie melken, sie füttern. Und dann ist die Warteschlange von Ivy auch schon voll. Dunkelgrüner Daumen. Ivy blüht genauso auf wie ihre geliebten Pflanzen. Sind die aufkeimenden Gefühle ein Hinweis darauf, dass sie Gartenarbeit mag? Ja, auf jeden Fall. Ivy liebt Gartenarbeit. Daisy ist hier übrigens gerade am Üben und Violet sieht ihr zu. Warum auch immer. Oh, sie hört Musik. Wie cool ist das? Sie fühlt sich gelangweilt wegen Sozialkontakt. Okay. Anscheinend mag sie ihre Schwester gar nicht so gern. Aber dann kannst du ja mal auf deinen Sozialhase schauen, was hier so abgeht. Daisy hatte anscheinend eine Kissenschlacht. Was ist es immer mit diesen Kissenschlachten? Sarah hat dir geschrieben, Violet, was geht? Darauf werden wir reagieren und können ihr dann eigentlich auch gleich antworten mit einer freundlichen Nachricht. Und dann werden wir nun Janet zur Kontaktliste hinzufügen und können ihr eigentlich gleich mal eine kokette Nachricht schreiben. Ich würde gerne eine Kissenschlacht mit dir machen, Janet. Wie wär's? Was ist es mit diesen Kissenschlachten? Und Violet muss ja noch ein paar Streiche spielen und genau das werden wir jetzt machen. Wir werden hier einen Toilettenstreich spielen und dann auch noch hier einen Toilettenstreich spielen. Ich liebe es, wenn Sims Streiche spielen. Ja, das ist einfach das Beste. Emma ist jetzt auch mit dem Einmachen fertig und dann schauen wir jetzt am besten gleich mal ins Dorf und werden das alles verkaufen. Und wie immer reisen wir zum Hanford Restaurant. Diesmal natürlich alleine und Emma ist auch noch im Schlafanzug. Sie hätte sich vielleicht umziehen können, aber okay, wenn sie nicht möchte, dann mag sie nicht. Es ist natürlich ihre freie Entscheidung. Und hier sind wir. Oh, sie hat sich doch entschieden, sich umzuziehen. Ist sie jetzt schon im zweiten Trimester? Zweites Trimester in 2 Tagen. Oh, stimmt. Ich habe die Schwangerschaft ja sehr lang eingestellt und das macht sich jetzt natürlich bemerkbar. Nein, du plauderst nicht mit irgendwelchen fremden Leuten. Wir haben heute noch sehr viel zu tun. Deshalb gehst du gleich direkt zu dem Stand, wo ursprünglich einmal Kim war und jetzt immer sehr merkwürdige, unterschiedliche Menschen sind, wie heute Sophie Peters. Ist sie mit Janet verwandt? Es könnte sein, dass sie mit Janet verwandt ist. Oh, Lenny schreibt ihr. Ich habe gehört, du bist nicht besonders gut im Feilschen. Komm doch mit mir zum Flohmarkt, dann zeige ich dir, wie ein echter Profi die Preise drückt. Leider müssen wir absagen, Lenny. Wir haben heute noch sehr viel zu tun. Immerhin
haben Jared und Rose heute Geburtstag und jetzt handeln die beiden. Bist du verrückt? Ich zahle bei diesen Preisen bereits drauf. Warum war hier ein Herz? Was daran hat sie an Flirten interpretiert? Okay, aber egal. Wir werden unsere Ware jetzt am grünen Futterstand verkaufen. Perfekt. Wir verkaufen 6-mal Apfelmarmelade, 5-mal Blaubeer, dann noch 3 Eier, unsere Löwenmäulchen, Salbei, Schokoladensirup, den Vitaldünger und dann haben wir 1342 Simoleons verdient. Sehr, sehr gut. Vielen Dank für deine Treue. Hier sind deine Simoleons. Einen schönen Tag noch. Perfekt, dann gehen wir jetzt gleich wieder nach Hause und werden die Geburtstagstorte backen und dann können wir eigentlich gleich die Party stattfinden lassen. Irgendwie haben wir in diesem Let's Play die ganze Zeit nur Partys. Ich weiß nicht wieso, aber es gibt immer irgendetwas zu feiern. Vermutlich liegt es daran, dass wir so viele Kinder haben. Und hier sind wir wieder und dann kann Emma jetzt gleich mal einen Kuchen backen. Und zwar, okay, wir haben nicht so viel Auswahl, wir werden einfach eine Schokotorte backen. Aber eigentlich würde ich diesen Honigkuchen auch mal sehr schön finden. Ich hätte, glaube ich, gern Bienen. Woher bekomme ich Bienen? Oh, und Sarah und Violet sind soeben gute Freunde geworden, alles klar. Ich gebe mal Biene ein. Bienenkiste, perfekt. Bertis Bienenkiste. Ich habe mit der tatsächlich noch nie gespielt, aber ich weiß aus anderen Let's Plays, dass die sehr böse werden können. Das heißt, ich stelle sie besser ein wenig abseits hin. Stellen wir sie einfach so hier ins Eck. Ich glaube, das passt ganz gut. Gibt es das vielleicht noch in einer schöneren Farbe? Nehmen wir es einfach in diesem Braun. Und dann haben wir hier jetzt eine Bienenkiste. Ivy, kümmerst du dich gleich mal drum? Du wirst dich mit den Bienen verbünden, aber zuerst ziehst du einen Imkeranzug an. Ich möchte sehen, wie du dich mit den Bienen verbünden kannst. Oh, das geht jetzt nicht. Wieso nicht? Das ist im Imkeranzug nicht möglich. Okay, dann zieh ihn wieder aus. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und verbünde dich mit den Bienen. Oh Gott. Das ist schon ein bisschen gruselig. Das sind viele Bienen. Wobei, ich liebe Bienen eigentlich. Bienen sind gut, Wespen sind böse. Merkt euch das. Dann kannst du dich nochmal mit ihnen verbünden. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht werdet ihr dann beste Freunde. Es geht ihr dann auf jeden Fall gut. Das ist doch schön zu wissen. Und bald werden sie dann ganz viel Honig haben. Emma ist gerade noch dabei, den Kuchen fertig zu backen. Und dann können wir eigentlich die Party schon planen. Und zwar Ereignis hinzufügen. Eine Geburtstagsparty, wie immer. Irgendwie finden so viele Geburtstagspartys in dieser Familie statt. Jared und Rose haben Geburtstag. Wen laden wir ein? Wir laden natürlich ein Raoul. Er ist immerhin der Vater der Kinder. Dann Haru, Leo, Scarlett, Lenny, Lavina, Gabriel. Nein, Gabriel müssen wir eigentlich nicht einladen. Aber zur Hochzeit werde ich ihn dann auf jeden Fall einladen. Da dürfen dann wirklich alle kommen. Caterer, Mixer und Entertainer brauchen wir natürlich keinen. Und stattfinden soll das Ganze hier. Die Potter-Residenz und zwar um 14 Uhr. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Dann haben wir noch ein wenig die Möglichkeit, uns herzurichten. Und dann kann ich mich auch noch um die Bedürfnisse von allen kümmern. Oh, die Geburtstagsparty fängt bald an. Oh, 14 Uhr ist jetzt. Never mind. Los geht's. Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann können wir hier auch eigentlich gleich mal die Hochstühle ins Inventar geben. Die werden wir ja länger jetzt nicht brauchen, aber wir verkaufen sie natürlich nicht. Wer weiß, wie viele Kinder noch in diesem Haushalt geboren werden. Gut, Witze erzählen, Sims gleichzeitig verspielt sein lassen und Getränke zubereiten? Wir können keine Getränke zubereiten. Wo sind unsere Gäste? Hier. Perfekt. Ivy, geh du mal raus und begrüße deinen Opa. Du wirst ihn einmal den Tag verschönern. Daisy geht zu Lavina und wird nicht nach Techtelmechtel fragen, sondern versuchen aufzumuntern. Ist hier irgendjemand gestorben? Ich check gar nichts. Und der kleine Jared geht zu seinem Papa und wird mit ihm über Prinzessinnen reden. Das machen Kinder so. Das ist gerade hip und modern. Und dann wird die kleine Rose einmal über ihr Lieblingstier reden. Ist Lenny schon da? Nein. Aber dafür Leo. Dann wirst du Leo jetzt einen Witz erzählen. Und zwar werden wir ihm einen schmutzigen Witz erzählen. Ich glaube irgendwie so, das ist deren Humor. Daisy ist jetzt traurig, weil ein Sim in der Nähe traurig ist. Also irgendwie ist Lavina traurig. Emma, dann kannst du eigentlich Raoul einen Witz erzählen. Und zwar einen Witz über die Hochzeit machen.
Da sagt sie wahrscheinlich sowas wie, haha, weißt du noch, wir hätten fast geheiratet und jetzt heirate ich deinen Stiefbruder. Hahaha, es ist so lustig. Wow. Ja, genau so stelle ich mir deren Konversation vor. Aber wir müssen noch einen Witz erzählen. Wir werden einen Insider-Witz erzählen und dann noch einen Klopf-Klopf-Witz. Lenny ist aus irgendeinem Grund nicht aufgetaucht. Also er ist irgendwie nicht da. Wieso ist Lenny nicht da? Gegensätze ziehen sich an? Gegensätze ziehen sich an. Lenny hegt romantische Gefühle für Emma, obwohl die beiden extrem verschieden sind. Okay, also Lenny ist es anscheinend schon bewusst, dass er und Emma sehr unterschiedlich sind. Emma weiß das Ganze irgendwie noch nicht oder hat es zumindest noch nicht realisiert. Übrigens, schreibt mir gerne in die Kommentare, warum er nicht hier ist. Also was eure Theorie ist, wieso er einfach nicht aufgetaucht ist. Haru und Raoul verstehen sich irgendwie nicht so gut. Verstehe ich gar nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber gut, es ist soweit. Wir feiern jetzt den Geburtstag. Also, Emma, komm du mal hierher. Alle anderen werden hoffentlich dir folgen. Jared, du bist als erstes dran. Setz dich mal hier hin. Und Rose, du kannst eigentlich auch schon herkommen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist Jared nämlich älter. Was ich übrigens auch seltsam finde, eigentlich ist Daisy älter als Ivy, aber aus irgendeinem Grund ist Ivy jetzt hier an erster Stelle. Verstehe ich auch nicht ganz warum, ist aber so. Und dann kann Emma einmal Jared helfen, die Kerzen auszublasen. Ich bin schon so gespannt, wie die beiden als Kinder werden. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel überlegt. Also es wird sehr viel davon abhängen, welche Merkmale jetzt dabei rauskommen. Und wie immer, schreibt mir sehr gerne eure Storylines in die Kommentare. Also falls ihr schon irgendwelche Ideen habt, in welche Richtung die beiden gehen sollen, da wäre ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und dann hat unser kleiner Jared jetzt Geburtstag. Oh mein Gott, der ist so süß. Ich kann es kaum glauben, bald haben wir gar kein Kleinkind mehr im Haushalt. Ich meine, nicht mehr so lange, da Emma ja schon wieder schwanger ist. Aber bald haben wir zumindest für eine kurze Zeit kein Kleinkind mehr zu Hause. Okay, er war als Kleinkind engelsgleich. Dann werden wir das jetzt hier einmal auswürfeln. Und zwar haben wir hier Perfektionist. Diese Sims brauchen länger, um Dinge herzustellen, erzielen aber häufig eine bessere Qualität. Sie erhalten starke Stimmungen, wenn sie ein hochwertiges Objekt hergestellt haben und negative Stimmungen, wenn sie ein minderwertiges Objekt herstellen. Okay, also Jared Clay ist unser kleiner Perfektionist. Da könnten wir jetzt natürlich Mental oder Motorik nehmen, aber wenn ich mich richtig erinnere, war er als Kleinkind motorisch ziemlich begabt, deswegen nehmen wir jetzt das. Genau, also motorisch, sozial und Kreativität hat er auf 2 und mental nur auf 1. Das heißt, wir bleiben da jetzt mal bei Motorik. Kleiner Frechdachs, dieser Sim möchte verspielt und flink sein. Ich glaube, das passt ganz gut. Und bevor irgendjemand jetzt die Torte angreift, wirst du dann nochmal Geburtstagskerzen raufgeben. Oh, und hier ist unser kleiner Jared. Er ist so süß und er hat so viele Geburtstagsgeschenke bekommen. Emma, jetzt hilfst du auch noch, Rose die Kerzen auszublasen. Die weint nämlich aus irgendeinem Grund. Ach so, sie weint auch, weil in der Nähe eines emotionalen Sims ist. Oh, alle sind so traurig, nur weil irgendjemand traurig ist. Das ist irgendwie keine schöne Feier. Aber zumindest mit Rose freuen sich alle und alle feiern mit. Und jetzt altert auch unsere Rose. Und sie hat eine stinkige Windel an, aber das ist uns egal. Und jetzt ist auch Rose älter geworden. Sie war ja als Kleinkind anhänglich. Ich werde jetzt auch gleich mal ihr Merkmal auswürfeln. Ein Genie. Diese Sims sind häufig konzentriert, können mit anderen Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeit eine gewisse Zeit nicht verbessert haben. Finde ich sehr, sehr cool. Also ist sie anscheinend ein wenig ähnlich wie Daisy, eben sehr schlau und möchte sehr gut in der Schule sein. Das heißt, ich gebe ihr hier natürlich das mentale Bestreben. Finde ich sehr, sehr gut. Wir könnten es ja auch so spielen, dass Daisy irgendwie ihr Vorbild ist. Also sie möchte eben so sein wie Daisy, ist aber sozial einfach nicht so bewandert, dafür aber eben mental und ist immer Klassenbeste und wird eben beruflich mal sehr viel Erfolg haben. Ich glaube, das passt ganz gut. Und wie sieht sie aus? Oh, sie ist auch so süß. Umstylen werde ich sie jetzt übrigens nicht in diesem Part, das mache ich nächstes Mal. Oh, Lenny ist da. Er war nur sehr viel zu spät dran. Dann kann Emma jetzt mal zu ihrem Verlobten gehen und ihm ein düsteres Kompliment machen, weil mehr können wir nicht tun, da sie so traurig ist. Dann werden wir einmal von bevorstehender Hochzeit schwärmen. Immerhin ist sie jetzt ja noch total aufgeregt und freut sich unglaublich drauf. Und mit diesem zuckersüßen Anblick werde ich den Part für heute dann aber auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!